Guten Tag, mein Name ist Alexander Junge. Ich verantworte im Vorstand der Aral AG das Geschäftsfeld E-Mobilität und möchte gerne heute sprechen zum Aufbau unseres Elektroauto-Ladegeschäfts, das wir unter der Marke Aral Pulse betreiben, sowie über Europas ersten Truck-Charging-Korridor, den wir nämlich in Deutschland errichtet haben und betreiben. Wir haben gemeinsam mit dem DLR vor ungefähr 3 Jahren eine Studie zur Tankstelle der Zukunft durchgeführt. Und die hat einige sehr interessante Ergebnisse gebracht. Zum einen wurde darin ganz deutlich, dass die Zahl der gefahrenen Kilometer bis zum Jahr 2030 steigen wird. Der Kraftstoffverbrauch wird allerdings sinken. Zum einen dadurch, dass Verbrennungsmotoren ersetzt werden, zum Beispiel durch elektrische Autos. Zum anderen aber auch dadurch, dass auch Verbrennungsmotoren immer effizienter werden. Gleichzeitig steigt bei Autofahrern der Bedarf an Unterwegsversorgung. Und ein viertes wichtiges Ergebnis dieser Studie war, dass der kommerzielle Transport, also der Güterverkehr nicht zuletzt, kräftig wachsen wird. Und mit unserem Geschäftsmodell wollen wir auch in Zukunft Lösungen für die Mobilität und für mobile Menschen bieten, aber wollen und müssen unsere Angebote deutlich differenzieren, denn die Kundenbedürfnisse verändern sich. Und neben dem reinen Verkauf von Kraftstoffen und Elektronen sind Angebote wie Rewe to go in den Tankstellenshops sowie Aral Superwash und auch Payback-Punkte wichtiges Element, um weiterhin für den Kunden attraktiv zu bleiben. Gleichzeitig beobachten wir, dass der deutsche Markt für Elektroautoladung stark wächst. Es gibt sicherlich im Jahr 2030 unverändert einen Mix verschiedener Antriebsarten und damit einen gemischten Bedarf an Flüssigkraftstoffen, an Elektroautoladung etc. Aber ganz klar erkennbar ist, bis zum Jahr 2030 und darüber hinaus wird jährlich der Anteil an vollelektrischen Autos auf Deutschlands Straßen deutlich wachsen. Und es gibt unterschiedliche Vorhersagen, wie viele vollelektrische Autos wir 2030 auf Deutschlands Straßen haben werden. Wir gehen davon aus, als Firma, dass wir irgendwo zwischen 10 und 15 Millionen vollelektrischen Autos landen. 15 Millionen ist ja bekanntlich das Ziel der Bundesregierung. Und niemand kann mit letztendlicher Sicherheit vorhersagen, ob es nun genau diese 15 Millionen werden oder doch nur 11 oder 12. Klar ist aber, es werden erheblich mehr vollelektrische Autos auf Deutschlands Straßen sein, als das heute der Fall ist, da wir zu Beginn des Jahres ungefähr 1 Million vollelektrische Fahrzeuge hierzulande hatten. Und die Welt ändert sich also, unser Markt ändert sich und wir wollen uns ändern und wollen diese Veränderungen auch aktiv vorantreiben und wollen der Welt dabei helfen, zu Net Zero zu kommen. Und unser Ziel ist es, dass wir das schnellste und bequemste und zuverlässigste End-to-End-Ladeerlebnis bieten. In diesem einen Satz steckt unglaublich viel drin. Warum das Schnellste? Wir sind überzeugt, dass wir den Menschen ultraschnelles Laden bieten müssen. Wenn wir das nicht tun, werden die Menschen nicht in großer Zahl umsteigen von Verbrennern auf Elektroautos. Erst dann, wenn man ähnlich schnell laden kann wie jetzt tanken und der Tankvorgang inklusive Bezahlen dauert momentan um die 8 Minuten, erst dann werden die Menschen in großer Zahl umsteigen. Weiterhin wollen wir das Bequemste
Ladeerlebnis bieten. Das Bequemste, nicht zuletzt, indem wir Plug and Charge anbieten. Der Kunde registriert sich, registriert seine EC-Karte oder Kreditkarte und kann dann einfach bei uns vorfahren, das Ladekabel anschließen und laden, danach den Stecker ziehen und weiterfahren. Die Ladesäule erkennt das Auto, erkennt das hinterlegte Zahlungsmittel, gibt den Ladevorgang frei und am Ende belastet sie automatisch das hinterlegte Zahlungsmittel und schickt eine Rechnung per E-Mail an den Kunden. Das heißt, zum einen ultra schnell, zum anderen ultra bequem. Und wir wollen das zuverlässigste Ladeerlebnis bieten. Es war noch vor 2-3 Jahren oftmals ein Problem, dass Ladesäulen, wenn man sie brauchte, nicht funktionierten. Das hat sich branchenweit deutlich verbessert. Und wir sind sehr stolz darauf, dass uns Blogger, die die Uptime von Ladenetzwerken gemessen haben, zum zuverlässigsten ultraschnellen Ladenetzwerk in Deutschland gekürt haben. Wir haben 99% Uptime und auch wenn es eine branchenweite Verbesserung gab in den letzten 2-3 Jahren, ist 99% ein Wert, den viele Wettbewerber noch nicht erreichen. Und dann integriertes End-to-End-Ladeerlebnis. Was heißt das? Wir wollen dem Kunden Laden nicht nur zum Beispiel an unseren Tankstellen bieten. Wir wollen dem Kunden Laden ermöglichen, wo er laden möchte. Das heißt an Tankstellen, aber zum Beispiel auch an Supermärkten, an Fastfood-Restaurants, an anderen sogenannten Destinations. Und wir bieten auch für Flottenkunden Ladelösungen an für Laden auf dem Betriebshof. Wir bieten Ladelösungen an für Laden der Mitarbeiter auf Arbeit etc. Und unser Ziel ist es, dass 90% der deutschen Bevölkerung in wenigen Jahren maximal 20 Minuten Fahrt von der nächstgelegenen Aral-Palz-Ladesäule entfernt leben. Wie eben schon erwähnt, bieten wir Laden an in der Öffentlichkeit. Wir bieten es an für Flottenkunden auf deren Betriebshöfen. Wir bieten es aber auch an für Flottenfahrzeugfahrer bei sich zu Hause und bieten öffentliches Laden an, an sogenannten Destinations, also öffentliche Parkplätze, an Supermärkten, Fastfood-Restaurants etc. Und bevor wir unser Ladenetz aufgebaut haben, und wir haben damit, abgesehen von einem kleinen vorhergehenden Pilotversuch, so richtig ernsthaft erst vor 2,5 Jahren begonnen, haben wir eine Kundenbefragung gemacht, die durch weitere Kundenbefragungen jüngeren Datums wieder bestätigt worden ist. Und wir haben Ladekunden in Deutschland gefragt, was haben sie für Wünsche an Ladeinfrastruktur? Und was ist es, das sie nun überhaupt nicht mögen? Und die Kunden haben uns ganz klar gesagt, sie laden nicht gerne an abgelegenen, dunklen Orten, denn dort fühlen sie sich nicht sicher. Also haben wir Ladepunkte errichtet an bemannten und gut beleuchteten Orten, wie zum Beispiel Aral-Tankstellen, Supermärkten, Burger King-Restaurants etc. Dann haben Kunden uns gesagt, dass sie gerne ein Essens- und Getränkeangebot und Einrichtungen wie Toiletten direkt an der Ladesäule haben. Wir haben Ladepunkte an Orten mit Convenience-Angebot errichtet, wie eben unseren Aral-Tankstellen, von denen hunderte bereits Rewe-to-go-Shops haben. Und unsere Kunden haben auch ganz klar gesagt, dass sie lieber Menschen um Hilfe bitten wollen, anstatt eine anonyme Hotline anzurufen. Wir bieten auch eine Hotline an. Die Nummer steht auf jeder Ladesäule. Aber wir trainieren unsere Mitarbeitenden vor Ort
in den Tankstellen-Shops, sodass sie in der Lage sind, qualifiziert zu helfen, wenn die Bedienung der Ladesäule einmal nicht klappt. Und unsere Kunden wollen die verlässlichsten Ladesäulen. Habe vorhin bereits darüber gesprochen, dass wir eine sehr, sehr hohe Zuverlässigkeit unseres Netzes haben, von 99%, in manchen Monaten auch noch mehr. Und wir können basierend auf dem, was andere, wie zum Beispiel Blogger, gemessen und veröffentlicht haben, mit Fug und Recht sagen, dass wir die zuverlässigsten Ladesäulen installieren und betreiben. Und unsere Ladesäulen lassen sich in der Regel auch aus der Ferne neu starten, um Betriebsausfälle zu minimieren. Das hilft uns auch sehr dabei, eine so hohe Verfügbarkeit unserer Ladesäulen sicherzustellen. Es kann immer mal passieren, dass jemand aus Versehen Not ausdrückt. Dann verifizieren wir per Anruf vor Ort, dass dies tatsächlich kein Notfall war, sondern ein Versehen. Und dann starten wir die Ladesäule und auch den zugehörigen Trafo aus der Ferne wieder, statt dass wir erst einen Techniker hinschicken müssen, der möglicherweise erst am nächsten Tag Zeit hat. Und unsere Kunden haben uns auch gesagt, dass sie durchaus willens sind, auch einen Premiumpreis für eine höhere Ladegeschwindigkeit zu zahlen. Und wir investieren ausschließlich in Ultraschnellladesäulen. Und ja, Laden an Ultraschnellladesäulen ist etwas teurer als Laden an Wechselstromladesäulen, die 11 oder 22 kW liefern, weil die Investition nämlich auch höher ist, erheblich höher. Aber dafür hat auch der Kunde den Komfort, sehr viel schneller wieder weiterfahren zu können. Und unsere Ladesäulen bieten alle 150 kW Minimum, die meisten 300 kW, einige auch 350 kW. Ich habe bereits erwähnt, dass wir unseren Kunden auch ein Angebot abseits der Aral-Tankstellen bieten. Wir haben zum Beispiel mit Firma Rewe einen Vertrag abgeschlossen zum Laden an 180 Rewe-Supermärkten in Deutschland. Auch da überall ultraschnell. Und wir haben auch einen Vertrag abgeschlossen mit einem Partner für Laden an 80 Burger King-Restaurants in Deutschland. An ungefähr 30 davon betreiben wir bereits Ladesäulen. Ein Praxisbeispiel hier auf dieser Folie zu sehen: eine Ladestation an einem Rewe-Supermarkt in Wiesbaden. Und ein weiteres Praxisbeispiel: eine Aral-Pulse-Ladesäule an einem Burger King-Restaurant, dieses gelegen in Kirchhain. Aus den Medien bekommen wir sehr gutes Feedback, großes Lob von unseren Kunden zur Netzzuverlässigkeit und Standortqualität. Und wir haben mit großer Freude auch in dem Blog Tesla-Fahrer und Freunde gelesen, dass es Tesla-Fahrer gibt, die ein echter Fan von Aral-Pulse geworden sind, die gerne zu uns kommen, die gar nicht mehr am Tesla Supercharger laden, auch wenn es vielleicht ein paar Euro teurer ist. Aber die sagen, unsere Standorte sind eindeutig besser. Und wenn Fahrer dies schreiben, freut uns das sehr und zeigt auch, dass wir so einiges richtig gemacht haben beim Aufbau unseres Ladenetzes. Und weiterhin möchte ich gerne noch ein paar Minuten sprechen über den ersten Truck-Charging-Korridor Europas, den wir errichtet haben und betreiben, und zwar hier in Deutschland. Es ist nicht nur der erste bei Aral oder im BP-Konzern, zu dem die Aral AG gehört, sondern es ist wirklich der erste in Europa überhaupt. Truck-Charging wird zukünftig sehr wichtig werden. Nachdem vor 2-3 Jahren noch häufig zu hören war, dass batterieelektrische LKWs zumindest im Langstreckenverkehr kaum vorstellbar erschienen, weil sie dann Batterien
mitschleppen müssten, die einfach zu viel Nutzlast kosten würden, weil man mehrere Tonnen Batteriegewicht mitschleppen würde, bekommen wir in den letzten ein, zwei Jahren, nicht zuletzt von den Lkw-Bauern, ganz andere Signale. Die Batterien haben in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung hinter sich und sind kleiner und leichter geworden. Und damit ist es dann plötzlich doch interessant, auch im Langstrecken-Schwerlastverkehr auf Batterieelektrik zu setzen. Und es gibt immer mehr Lkw-Bauer, wie zum Beispiel unseren Kooperationspartner Daimler Truck, die im Bereich des Schwerlast-Langstreckenverkehrs auf Batterieelektrik setzen wollen. Und etwas, was hochgradig Sinn macht für die Spediteure, die diese LKWs betreiben, ist die Ladepause, die der Fahrer laut Gesetz ohnehin und aus gutem Grund alle 4 Stunden einlegen muss, zu nutzen, um das Fahrzeug zu laden. Das heißt, man muss dann Ladestationen so errichten, dass der LKW in den 4 Stunden von einer Ladestation zur nächsten fahren kann, damit er dann in der nächsten Fahrerpause wieder laden kann. Dabei kann man nicht einfach sagen, LKW fährt 80 km/h mal 4 Stunden, macht 320 Kilometer, man baut alle 320 Kilometer eine Ladestation. Das sicherlich nicht, denn das reale Leben funktioniert anders. Da gibt es auch mal Staus etc. Aber in angemessenem Abstand Ladestationen zu errichten, die auf LKWs ausgelegt sind, die entsprechend lange Spuren haben, in denen die LKWs parken können, während sie laden, aus denen sie vorwärts wieder rausfahren können, die auch entsprechend hohe Ladegeschwindigkeiten bieten. Das war dann unser Ziel. Und auf diesem Wege haben wir ungefähr 600 Kilometer LKW-Fahrtstrecke entlang des Rheins elektrifiziert und werden das deutlich ausbauen im Laufe der nächsten Monate und Jahre. Und damit leisten wir als Unternehmen auch einen Beitrag dazu, den Schwerlast-Langstreckenverkehr zu dekarbonisieren. Ich habe eben über das Unterwegsladen gesprochen. Eine weitere Komponente im Bereich Laden von LKWs ist auch das öffentliche Laden in der Nacht. Der Fahrer muss ja schließlich auch schlafen und übernachten. Und wenn man an geeigneten Standorten dann Laden des LKWs über Nacht anbieten kann, leistet man der Elektrifizierung des Schwerlast-Langstreckenverkehrs weiteren Vorschub. Auch daran arbeiten wir. Damit bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Ihnen dies einen guten Überblick gegeben hat über unsere gegenwärtigen Aktivitäten und unsere Pläne für die Zukunft, insbesondere im Bereich der Dekarbonisierung des Schwerlast-Langstreckenverkehrs. Vielen Dank.